Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch, meine lieben Zuckerröschen. Jo, hier ist die Schoseline. Wir machen ein Liebesorakel heute. Und ich habe mir gedacht, wir legen heute mal ein großes Bild aus und machen uns heute mal ein bisschen ein größeres Bild von der ganzen Situation. Ich mache das aber heute ein bisschen anders. Also ich lege nicht das große Blatt aus. Und deute das dann hier, indem ich das komplett hier auslege, denn das ist platzmäßig auch ein bisschen eng. Darum werde ich die Karten einfach, ich zeige euch das mal eben so ein bisschen dichter so übereinander legen, ne? Und dann direkt deuten. Also so ein bisschen im Schnellverfahren sozusagen. Dann ist das manchmal ganz praktisch, weil das unheimlich gut so fließen kann, schnell fließen kann, ne? Wir wollen einfach mal schauen. Was hat das Orakelchen denn heute für dich bereit? Wir sind gespannt. Da wollen wir jetzt schauen. Das Ganze ist bitte als allgemeine Legung zu sehen und nicht als persönliche. Ne, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch alle. Ja, und wenn du Interesse hast, dir mal von mir die Karten legen zu lassen, kannst du das gerne über meine Homepage Karten legen, Mareike, oder unten in der Videobeschreibung findest du auch den Link, dann kommst du direkt auf meine Homepage. Kannst du mich auch über WhatsApp anschreiben, die Nummer findest du auch da. Und dann können wir einen Termin vereinbaren. Und jetzt mischen wir das Ganze hier mal so richtig gut durch. Ich habe da die Karten natürlich vorher auch schon, bevor ich das Video gestartet habe, schon durchgemischt. Das mache ich aber immer, dass ich mich einmal hinsetze vorher und das Ganze dann so ein bisschen konzentriert und dann mischen und schon mal so meine Kommunikation mit dem Universum, mit der Akasha-Chronik, mit dem Feld, mit, ihr könnt es nennen, Worte geben, wie ihr wollt, ne? Mit dem Orakelchen, sag ich mal, das ist mir am liebsten. So, und jetzt, ich hoffe, ihr seid startklar. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Die Lim, die Lim, die Lim. Ach so, ja, wir haben ja gesagt, ich will es nochmal versuchen jetzt. Mit dem Livestream beim letzten Mal ist ja immer, wenn ein, zwei Leute sind reingekommen und dann ist es abgebrochen. Also, das ist der ganze Stream abgebrochen, ne? Und jetzt, weil ich das vor ein paar Monaten schon mal hatte, will ich das natürlich jetzt auch nochmal versuchen. Das kann schon mal passieren. Und deswegen denke ich mal, werde ich den morgen Abend einfach mal raushauen. Und dann gucken wir mal, wer mich findet. Diesmal hoffentlich mal ein paar mehr. Sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, seid ihr bereit. Es geht direkt auch mit der Deutung los, ne? Also ich mache das jetzt, wie gesagt, im Schnellverfahren, aber da kann ich mal so ein bisschen intensiver gucken. Das fließt einfach unheimlich gut. Stopp. Oh. Ich will die Kamera noch mal eben. So. Jetzt aber. Ich habe noch so. Einmal will ich noch mischen. Also ich mache das immer einfach nach meinem Gefühl. Und ich will noch einmal so ein bisschen. Da ist aber viel zu sagen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Mir juckt schon in den Finger. Aber ich mache das so nach meinem Gefühl. Ich mische immer so nach meinem Gefühl einfach, ne? Es geht los. So, schwere Zeit. Eine schwere Zeit kommt auf dich zu. Hier liegt direkt eine andere weibliche Person neben ihm. Wir haben also hier konkret eine Dreiecksbeziehung und ihr macht im Moment wirklich eine schwere Phase durch. Es ist auch wirklich, guck mal hier, vielleicht hat er ihr sogar von dir erzählt, ne? Also ich werde das auch in dem Titel ganz klar, Dreiecksbeziehung haben wir hier. Ihr liegt also deutlicher, kann es ja hier nicht sein, ne? Also da liegt noch eine weibliche Person. Ob er jetzt konkret in einer anderen Partnerschaft ist oder wer die dritte jetzt ist, auf jeden Fall steht da eine zwischen euch noch, eine weibliche Person. Ne? Ich möchte aber noch dabei sagen, dass es hier in der Legung um die Situation an sich geht und nicht um die Geschlechter. Also wenn du jetzt ein Mann bist, der einen Mann liebt oder so, dann musst du das Ganze oder eine Frau, die eine Frau oder wie auch immer, dann drehst du dir das einfach, ne? Ich bleibe hier so bei einer Frau, die einen Mann liebt. Das ist am einfachsten jetzt erstmal.
So, also er macht im Moment eine schwere Zeit durch. Und zwar geht es da konkret hier, wie ihr seht, ums Ankommen. Hier sind Tränen geflossen auch. Also da bist du wahrscheinlich in einem Tiefpunkt eurer Verbindung angekommen. Und ja, und das geht um diese Unehrlichkeiten. Also meine Intuition ist, dass das Ganze hier schon ein bisschen länger läuft. Lang ist ja auch relativ, also vom Empfinden her ist es jedenfalls so, dass du da diese Lügen, diese Unehrlichkeit, dass du da fühlst du dich echt hintergangen in gewisser Weise und immer wieder kommen kleine Überraschungen, ne? Wir haben hier die Sense, immer wieder bricht was, schneidet was rein, ne? Hier, was er ganz klar blockiert, guck mal, das jetzt ist es mir wirklich deutlich geworden. Also dieses konkret werden, er kann einfach nicht verbindlich ankommen. Er blockiert so dieses Feste. Ne? Es ist ja kein Wunder, denn er ist unehrlich und hat hier diesen Ballast noch. Ich nenne das, weil es jetzt aus dieser Situation raus einfach Ballast ist. Er hat diesen Ballast hier noch. Und da kommen jetzt, ja, würde ich mal sagen, so ein paar Dinger auf den Tisch. Ne? Da findet eine Kommunikation statt und die ist zwischen euch drei. Also ich möchte damit nicht sagen, dass ihr drei euch zusammensetzt und eine Kommunikation stattfindet, sondern da werden Lügen aufgedeckt und meiner Meinung nach ist er da auch dran beteiligt. Also er offenbart da etwas, er äußert da etwas, er haut da etwas raus, er bringt etwas auf den Tisch hier. Ne? So, das sorgt wieder mal, da kommt eine Überraschung, ne? Also die ist unmittelbar bei dir. Es kommt wieder mal eine Überraschung. Wunder dich nicht, wenn da noch mal was auf den Tisch kommt, was er vielleicht vorher ganz gerne für sich behalten hat, ne? Ihr steht zwischen, beziehungsweise das ist so, liegt so mehr auf seiner Seite. Also er steht hier zwischen dieser Sicherheit, zwischen diesem sicheren Leben, was er jetzt hat in seinen Augen, aber unglücklichen und ja, diesem Gefühl, seinem Gefühl zu folgen hier, der Hund. Ne? Der Hund ist eben für mich immer so eine Karte, wo es um keine äußerlichen Verbindungen geht, sondern wirklich um das Innere, um das Emotionale, um das Tiefe so ein bisschen. Ne? Da fühlt man den anderen auch oft ganz stark. Ne? Wenn man so in eine Verbindung eingeht, fühlt man den anderen sehr häufig. Ich will euch mal ein kleines Beispiel, ich habe das hier schon mal erzählt, aber da ja auch immer wieder neue Leute dazukommen, will ich das mal eben noch mal ganz in Kurzform anmerken. Ich hatte mal eine Situation, ich bin mit meiner jüngeren Schwester sehr eng verbunden und ich hatte eine Situation, wo ich, meine Schwester im Auto auf mich gewartet hat und ich dachte, als ich auf dem Weg zum Auto zu ihr war, auf einmal, wenn ich gleich ins Auto steige, dann fragt meine Schwester mich, kennst du die? Hast du die gesehen? Und vor mir ging so ein junges Pärchen. Und das war dann so, auf einmal kam mir daraufhin dieser Gedanke und ich dachte im nächsten Moment, was war das denn jetzt für ein bescheuerter Gedanke? Da bin ich ins Auto gestiegen und das Erste, was meine Schwester zu mir gesagt hat, war, Maike, hast du sie gesehen? Kennst du die? Und zeigt so auf den. Und da dachte ich, das gibt es doch gar nicht. Also sie hat im Auto schon gedacht, oh, wenn die Maike wieder einsteigt, dann werde ich die erstmal fragen. Ob sie die gesehen hat und ob sie die kennt. Und das ist bei mir angekommen, dieser Gedanke. Und das ist ein Beispiel, will ich euch sagen, diese Verbindung, dass man den anderen natürlich dann auch spürt und fühlt und manchmal auch Gedanken kommen, die gar nicht zu einem gehören. Ne? So, da ist die Unklarheit eben, was denn die Seite oder die, mein sicheres Gefilde, bleibe ich in meinen sicheren, aber unglücklichen und unehrlichen Gefilden oder ja, gehe ich da einfach mal meinen Seelenweg? Da haben wir die Unsicherheit und Unklarheit. Aber was wir sicher haben, ist hier immer wieder neue Überraschungen, ne? So, dann geht's weiter. Also, es kommt eine Nachricht. Also nach diesem ganzen kleinen, ich nenne es mal, ein Drama bahnt sich an. Das sehe ich ganz klar so, weil die erste Karte ist hier das Kreuz. Also hier wiegt was schwer. Hier kommt etwas, was schwer wiegt. Und da geht es eben um
Wir haben den Anker, ihr wisst, es ist Ankommen, es geht um verbindlich über ein Ankommen. Ne? Ja, so, jetzt ist die, ich habe ja gesagt, jetzt ist die Situation aktuell wirklich schwer auszuhalten. Da wirst du vielleicht auch echt die ein oder andere Träne verdrückt haben, bin ich ganz ehrlich, weil er ganz oft einfach auch hier blockiert und das tut weh. Ne? Und das ist verletzend. Dann hat er Dinge vielleicht auch nicht gesagt oder war konkret, unehrlich und das mal immer wieder oder du hast immer wieder mal so ein Bauchgefühl gehabt und das hat erschwert die ganze Situation. Jetzt seid ihr aber an einem Punkt, wo wirklich Tacheles geredet wird und hier liegt es wirklich, also die Wahrheit im Grunde genommen kommt auf den Tisch oder ich könnte es auch anders sagen, Lügen werden offenbart und somit auch automatisch dann die Wahrheit, ne, logischerweise. Und das steht wirklich jetzt hier also sehr nah an, wenn er nicht jetzt schon direkt drin steckt, ne. Also Vorsicht, 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 hier kommen einige Dinge nochmal auf den Tisch jetzt, ne. Da muss er auch stark sein und erstmal nicht aus Emotionen heraus vielleicht reagieren und handeln, sondern erstmal tief durchatmen, Emotionen so ein bisschen sacken lassen und dann entscheiden, wie du damit umgehst, ne? Weil letztendlich führt euch das ganze Jahr zu dem Punkt, wo er für sich entscheiden muss, ja, was will ich denn jetzt? Anders scheint er da nicht hinzukommen. So, jetzt weiter geht's, weiter im Text. So, dann habt ihr nochmal eine Auseinandersetzung. Und zwar geht's da um das Gefühlvolle, das, der Mond. Das ist so, ja, alles, was fein und unter der Oberfläche ist, intuitiv, gefühlsmäßig, ne, das Feine. So, da haben wir den Mond. Also hier, da seid ihr nicht auf einer Welle, was das angeht. Ne? Ich denke, ich sehe dich da ein bisschen mehr als die Gefühlvolle, die auch so nach ihrem Herzen so ein bisschen mehr handeln kann. Und er ist da sehr, sehr verstockt. Ne? Obwohl das nicht heißt, dass er keine Liebe empfinden kann. Das will ich damit nicht sagen. Ne? Nur hat er da eine ganz andere Herangehensweise als du. Ich hoffe, ihr seht die Karten nochmal eben schauen. Juhu! Dann mache ich das mal so ein bisschen weiter hier nach oben. Und wir gucken auch mal direkt weiter, was wir noch so, wie es so weitergeht. Ich mache das gleich nochmal in Kurzform, ja? Ihr dürft nicht vergessen, jetzt decke ich die Karten auf und hau alles raus, was so fließt. Und ich fasse das gleich nochmal ganz kurz zusammen dann für euch, ne? Dass du so für dich so eine Vorstellung hast, ey, was steht denn da jetzt überhaupt an für mich, ne? So, dieser Konflikt, guck mal, wo die Gefühle auf den Tisch kommen und auch hier, ey, mein Freund, was ist jetzt? Geht's voran? Gehen wir deine Verbindung ein? Was ist mit deinen alten Geschichten? Kommst du da aus dieser Verbindung raus? Was auch immer da drückt hier, ne? Also, das ist das, was jetzt, was raus muss, was ansteht, es geht einfach nicht anders, ne? So, obwohl er da ganz schön fest sitzt in seinem Schlamassel. Ja, so, dann haben wir, wunderbar, dann haben wir hier aber dadurch auch die Veränderung. Ich sag ja immer, ein Gewitter reinigt die Luft. Also hier, ne, haben wir ja auch die Ruden, ihr seht hier den Besen, also hier wird da ordentlich was gereinigt, ne? Hier wird Staub aufgewirbelt, ja, dadurch, ne, dass es diese konfliktbehaftete Kommunikation hier gibt, aber dadurch ist auch wieder, da ist aber auch wieder Grund, ein guter Grund für einen neuen Anfang, für was Neues, ne, wenn das Alte weg ist. So, und da geht die Bewegung hin. Und das haben wir, das Ganze haben wir hier noch mit den Lilien, zeigen wir sehr oft die Winterzeit noch an. Oh, das ist nicht mehr lang, Leute. Man merkt ja schon, die Tage werden wieder länger und so, ne? Ah, das ist nicht mehr lang. Also die, über die Winter noch wird sich wahrscheinlich hier diese ganze schwierige Situation so ein bisschen hinziehen, bis sie sich auflösen kann. Bis ihr hier an dem Punkt kommt, wo einfach mal Bums, auf dem Tisch alles und dann kann es sauber weitergehen. Oder eben nicht, das ist ja immer die Ermessenssache und deine eigene Entscheidung. Ne? Also wenn du natürlich sagst, ach, ich habe keine Lust mehr, ich will das alles nicht mehr, dann ist das natürlich auch so. Und dann, der Mensch hat den freien Willen. Ne? Dann spricht dir das auch keiner ab. So, weiter geht's. Ja, wir haben ja gesagt hier, das wird sich den Winter über hier noch hinziehen. Und hier haben wir wieder so ein Zeichen dafür,
dass etwas sehr langsam und lange sich verwurzelt hat. Also hier geht etwas nur sehr langsam im Schneckentempo voran. Und genau da haben wir immer so ein Thema, was Unruhe bringt zwischen euch. Und das ist was, weil irgendwas blockiert wird, nicht vorangeht, sich merkwürdig anfühlt, ne? Wenn das liegt dann daran, weil Unwahrheiten oder etwas verborgen wird vor dir. Und diese Dinge, die bringen dann immer wieder, die ziehen sich einfach hin und bringen immer wieder diese Unruhe zwischen euch, ne? Und da haben wir es. Also zum einen dieses langsame Vorangehen und zum anderen immer diese Verschwiegenheit, also dieses Verborgene. Da, das bringt immer wieder Unruhe rein und so, das bringt immer wieder Unruhe rein und das muss eben aufgelöst werden. Und meiner Meinung nach wird es hier auch an der Stelle. Ja, dann haben wir hier noch, ich habe ja gesagt, dann ist endlich hier auch Platz und Zeit für eine Veränderung, für eine positive. Da kann man so an neuen Anfang drauf aufbauen. Und hier wird es dann auch wirklich schon ein bisschen sympathischer. Will ich mal sagen. Hier liegt dieses Aufeinanderzugehen wieder, ne? Und auch das auf dich, das kleine Glück. Also ich will dir jetzt hier nicht die schönste Welt versprechen, aber das kann das kleine Glück auch wirklich auf dich wieder zukommen. Denn die Blumen, die sind immer so etwas, was auf dich zukommt, ne? So, und hier, da stehen viele kleine Entscheidungen an, die rausgeschoben wurden, ne? Guck mal, die Entscheidung, den Weg, wenn er hier vorsteht, ne? Vor dieser Weggabelung hier, die muss einfach getroffen werden. Irgendwann muss der Punkt sein, wo er entweder nach rechts oder nach links losmarschiert, denn geradeaus durch oder beide auf einmal kann er nicht gehen. Es geht nicht. Und darum muss er einfach irgendwann an den Punkt kommen, wo er sagt, okay, jetzt gehe ich aber nach vorne. Und jetzt gehe ich entweder da oder da lang. Und da sage ich dir, er macht kleine Schritte. Das ganze Ding hier zum Sommer, ne, da nimmt es seinen Höhepunkt. Guck mal, und hier haben wir nämlich die Transformation bis zum Sommer hier. Also es tut sich einiges bei euch. Es tut sich einiges. Oh, und da geht ihm, hat er wieder den Küttel in der Hose, wenn das dann soweit ist. So, und jetzt pass mal auf, jetzt sage ich dir mal, jetzt ziehe ich dir mal hier so ein Resümee drunter, ja? Also so, ich mache da jetzt mal so einen Strich drunter und fasse das Ganze mal eben in etwas kürzeren Worten zusammen. Also, ich trinke erstmal noch einen Schluck. So, also ich habe ja gesagt, aktuell schwierige Ausgangssituation. Das Ganze gestaltet sich sehr schwierig. Liegt daran, weil viele Unehrlichkeiten oder weil etwas gar nicht gesagt wurde, vieles verborgen wurde und immer wieder irgendeine Überraschung kam oder immer wieder irgendwas kam, was sich wieder zurückgeworfen hat oder euch in der Liebe wieder zurückgeworfen hat. Pass gut auf dich auf dich und deine Gefühlswelt. Das will ich dir trotzdem sagen. Also hier, er ist sich immer unklar. Ja, was mache ich jetzt? Nehme ich das eine oder gehe ich meinen Herzensweg, meinen Seelenweg? Ne? Also da ist er immer so, oh, unklar und ja, dann lasse ich einfach beides laufen. So. Aber das funktioniert nicht. Und an dem Punkt kommt er, nämlich wenn hier wirklich, ich sage mal gerne, wenn er mit dem Arsch an der Wand steht, ne? Weil vorher passiert nichts. So, das Ganze bahnt sich jetzt an, Katze aus dem Sack, sage ich mal. Aber dann, wenn dieser Knall, dieser Urknall, wenn dieser Knall passiert ist, dann kann es aber auch wieder besser vorangehen. Es geht nicht anders. Es muss passieren, glaube mir das. Es muss passieren. Und von alleine, das muss so, von alleine wird der sonst nicht aus der Hufe kommen. Ich sage dir, wie es ist, ne? Ich ist Butter bei der Fische, sage ich immer. So, ja, und es hat sich hier, also irgendwas zieht sich noch oder hat sich sehr lang gezogen. Und da gibt es immer wieder diesen Streitpunkt drum, diesen Stressfaktor ist das, weil einfach, ich sag's jetzt so, er kommt nicht aus der Pötte so richtig, weil das ja so wie Kaugummi zieht, ist ja klar, ne? Wenn er diese Weggabelung hier einfach nicht die Entscheidung trifft, da oder da, nun da sein Zelt aufschlägt, so, tja. Ne? Also kleine Schritte Richtung Wachstum, Richtung Veränderung. Und mit dem Sarg haben wir hier auch in seinem Wesen eine Veränderung. Also nicht so die äußeren Umstände nur, sondern er wächst auch daran. Er verändert sich echt nochmal. Also die Hoffnung will ich für ihn noch nicht aufgeben. Es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, meine Liebe.
Er muss auch, und hier, wo er da ganz dringend dran arbeiten muss und was sich auch so verändert, ist dieses, ja, dass er sich so rauszieht, dass er sich so einfach macht und dann, ja, dann bin ich vielleicht nicht erreichbar oder dann bin ich gefühlsmäßig gar nicht da, dann bin ich gar nicht anwesend, vielleicht körperlich, aber emotional eben nicht. Und das ist sein Lernweg, so wo er rauskommt und auch, ja, die Gefühle zu zeigen, klare Entscheidungen zu treffen, nicht rumzueiern und die Dinge, die mir am Herzen liegen, festzuhalten und nicht sich selber zu zerstören aufgrund von Ängsten. Ne? Das ist so sein Weg jetzt. Leutiken, ich ziehe euch noch ein Mantra. Mal gucken, was so kommt. Für dich, auf euch beide so. Was auch in Bezug auf euch beide, für dich, aber in Bezug auf euch beide, ne? Das wird spannend. Oh, na gucken wir mal. Annehmen. Ich lerne die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Loslassen, ich sage auch immer, es bringt doch nichts. Loslassen, loslassen, loslassen. Es bringt nichts, wenn wir an irgendwas krampfhaft festhalten. Umso mehr haben wir das Gefühl, gleitet es uns weg. Ne? Nur mal so als kleinen Ratschlag. Ach, Schnüggelkiss, ich hoffe, lasst mich nicht im Stich morgen beim Livestream. Lass es uns noch mal versuchen. Ich kann da wirklich nichts für, dass das beim letzten Mal so gelaufen ist. Also da, das war höhere Gewalt sozusagen, ne? Ich habe mich wirklich gefreut. Ich war richtig aufgeregt sogar. Also es war so richtig wieder wie beim ersten Livestream. Ich war richtig aufgeregt und dann passiert sowas. Das war voll die. Oh, da habe ich erstmal schon keinen Bock mehr gehabt. Aber egal, ne? Ich gebe nie auf. So schnell gib ich nicht auf. So, jetzt komme ich aber zum Ende. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig weitergeholfen, ein wenig Freude bereitet. Und ich würde mich umso mehr freuen, wenn du mir das zeigst mit so einem Daumen nach oben. Und ja, diese Wertschätzung, da wäre ich wirklich dankbar für. Und ich möchte mich auch noch mal bedanken bei allen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ey, das war so süß von euch. Ihr seid so süß. Dankeschön, Dankeschön, danke. Ich habe es ja angekündigt extra. Ne? Hallo Leute, ich habe heute Geburtstag. Aber trotzdem möchte ich mich bei euch auch so privat. Ich habe ganz viele Gratulationen auch privater noch bekommen über Nachrichten und da vielen, vielen Dank dafür. So, mit Ö. Jetzt sage ich mal, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Morgen ist schon Freitag. Also, dann sehen wir uns morgen. Tschüss!